willkommen zum dritten internationalen Festival der Chöre. Mein Name ist Maja Michaela und ich führe jetzt ein bisschen durchs Festival, nur dass ihr ein bisschen Einblick bekommt. Okay, fangen wir gleich da an. Hier ist das Festivalbüro. Gerade besetzt von unserer Katrin. Katrin macht jetzt die ganze Organisation, Anmeldung, Ablauf der Chöre, Information über Arzt, Information über Wildschönau und noch viele, vieles mehr. Hier kommt schon die Sabine. Sabine ist zuständig für Kaffee und Kuchen. Vorschlag, wir gehen jetzt genau dahin. Einfach mir folgen, bitte. Ah, Kuchen über Kuchen. Sehr gut. Das ist unsere sexy Katharina. Der Heinz hat auch unseren Workshop im Cajon gemacht. Im Cajon, das war jetzt nicht deutsch. Unseren Cajon-Workshop, so steht's. Und er ist unser Fleischkastiger. Ja, genau. Der Heinz ist unser Obervegetarier. Ist aber sehr gut für uns, weil dann bleibt der Fleischkäse uns. Okay, man sieht, der Fleischkäse schmeckt. Mit Senf noch viel besser. Warum ohne Semmel? Weil es Kohlenhydrate sind. Kohlenhydrate, aber man braucht ja Energie zum Singen. Ich höre nur zu, da brauche ich keine Energie. Ah, aber zum Applaudieren und zum Mitshakern. Ja, habe ich. Okay, hier ist die Snackbar übrigens. Wir gehen weiter. Hier ist der Andreas, einer unserer Helfer. Und bitte, alle freiwillig, freiwillige Helfer. Danke dir mal, Andreas. Vielen, vielen Dank. Wie gefällt dir denn das Festival? Ja, gut. Ja? Taugt mir gut alles, ja. Hilfst du uns in 3 Jahren auch wieder? Mal schon, ja. Ha! Zeuge. So. Michaela. Wie geht's da? Mir geht's super. Hab's ja gesagt, das geht. Es geht echt wunderbar. Danke. So, man kann da so hin und wieder was wegnehmen und dann einfach so ein bisschen, bis sie sich verändern, wenn man will. Schätzspiel. Schätzspiel. Frage. Wie viele Lieder hat der Gospelchor Wildschönau in 25 Jahren gelernt? Ja. Tipp kann man irgendwo abgeben. Hab schon Einsatz gehabt? Ja, aber nur Kleinigkeiten. Nur Kleinigkeiten, Gott sei Dank. Wie gefällt euch das Festival? Wohl, passt ganz gut. Könnt ihr es auch singen? Ja, nicht so gut. Diese Dinge sollte man ersparen. Na, bei 3 geht's los. 1, 2, 3. So geht's mal gut. Sehr gut, sehr gut. Toni, welchen Wein kannst du uns jetzt empfehlen? Wie macht man jetzt da richtig mit dem Wein? So? Die Blume ausrichten. Dankeschön. Von welchem Chor sind Sie? Von dem Heidhauser Damenchor Silberner Mond aus München. Anreise 2 Stunden oder so? Ja. Mit dem Auto? Mit dem Auto, ja. Und wie viel seid ihr? Wir sind 17, eigentlich sind wir noch ein paar mehr, aber nicht alle konnten jetzt kommen. Schade, aber schön, dass ihr hier seid. Lucky Voice. Das ist die Natascha. Gehört nicht zu Lucky Voice. Mit Genauerin. Okay. Alles okay bei euch? Alles in bester Ordnung, ja. Super. Ihr habt schon toll gesungen. Wow, 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 wow. Großer Fan bin ich. Wie geht's euch denn? Bestens. Habt ihr schon einen Auftritt gehabt? Ja. Drei schon. Drei Auftritte, der vierte folgt. Auch nicht alle sind Chormitglieder, sondern auch Leute, die einfach so kommen. Bin ich scharf? Frieda? Was machst du hier? Ich habe hier mit meinem Chor mitgemacht.
Ja, wir sind aus der Singakademie Potsdam. Wir haben hier mitgesungen, Jugendkammerchor. Und wir sind hier zum Chorfestival da, sind von Freitag bis Montag hier. Was geht? Woher weißt du meinen Namen? Ich muss dir nur an die Brust greifen und dann sehe ich. Hier gibt es Essen. Wie bitte? Wie am Laufband. Wie am Laufband. Was? Bist du von einer Werbung? Nein. Servus. Wer bist du? Was machst du hier? Ich bin der Dalai Dominik und ich komme für die Genusskuchel heute mal ausnahmsweise wieder. Ist der nicht zu dunkel? Ja, ich bin zu teuer und jetzt haben sie gesagt, jetzt müssen sie halt den Strom sparen ein bisschen. Ne? Also gehst du jetzt gleich, oder? Nein, das nicht, das hilft nicht, aber... Aber jetzt müssen wir... Okay, ich nehme es wieder zurück. Gut. Okay. Hallo, du hast aber viel zu schleppen, Natascha. Warum? Weil die hier so viel trinken. Dann musst du das abschaffen. Ich heiße Christlieb und wir sind vom Heidhauser Damenchor Silberner Mond aus München. Wow. Ja, und wir haben jetzt gleich, wir sind als nächstes dran und haben unseren Auftritt. Ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich finde dein Outfit sehr cool. Warum? Ist jeder in deinem Chor so angezogen oder... Jeder zieht sich so an, dass er sich selber unheimlich gut gefällt und wir brezeln uns sozusagen ein bisschen auf für unseren Auftritt. Das ist sehr, sehr schön. Ich finde nämlich das Outfit mit der Kette sehr, sehr schön. Das freut mich auch, aber wir haben noch viel, viel lustigere Outfits. Und da müssen Sie mal hin. In 10 Minuten sind wir dran und dann lachen Sie sich ganz kaputt. Können wir uns duzen? Das können wir natürlich gerne, dankeschön. Sie müssen mich nicht sitzen. Ja, gut, ich heiße Christlieb und du kannst auch, ich sag zu dir du und du sagst zu mir du und dann duzen wir uns. Genau, so machen wir das. Oh, da kommt ein wunderbarer Chor. Ich weiß aber nicht, wie der heißt, aber der ist wunderbar. Hey, wartet auf mich. Alter. Alter. Einfach abhauen. Wie heißt du denn? Kira. Das ist Kira. Und wie gefällt dir dein Chor so? Eigentlich ganz gut. Du kommst aus Deutschland, oder? Ja. Woher denn? Aus Potsdam. Aus Potsdam? Warst du da schon? Ich war auch noch nicht in Potsdam. Potsdam, ist Potsdam schön? Ja. Nenne 3 Sehenswürdigkeiten, die wir unbedingt erleben müssen. Schloss Sanssouci, den Luisenplatz und das fällt mir nicht ein. Also es gibt auf jeden Fall ziemlich viele Schlösser. Wie lange braucht man nach Potsdam? Also wir sind jetzt mit dem Reisebus ungefähr 10 Stunden gefahren. Das ist... Oh, dann ist das ja weiter wie Köln. Kann sein. Wer bist du? Sie heißt Marie und ich bin Ina. Ja. Meine Familie. Ich auch. Ich will meine Familie grüßen. Ja, ich grüße meine Schulkameraden. Und warst in der Karaoke-Bar und hast da hinten mitgesungen. Wie war das für dich? Ja, das war ein Erlebnis, in der Höhle zu sein und mit Kopfstimme und mit ein paar Mädels zu singen. Diese in der Dschungel war hervorragend, ja. War von der König der Löwe, oder? Ja. War von König der Löwe. In der Dschungel? Ja, war von König der Löwen. Ja. Okay, ich bedanke mich und vielleicht bis später, oder? Bye, bye. Tschüss. Hallo. Hallo. Wer seid ihr? Nein, 3 Jahren sind wir wieder dabei, oder? Und? Hallo, ich bin der Bendig. Grüß Gott. Spielst du in einem Chor oder bist du in einem Chor? Spielen ist komisch. Ja, mit dem Stimmband, dann spiele ich da rum. Und die sind seine Frau? Ja. Okay. Das ist... Ja. Okay, aber sie sind einfach nur dabei, so begleitet. Wir singen beide im selben. Beide? Oh, das ist aber schön. Da kann man ja gemeinsam lernen. Meine Frau singt alt vorne und ich dröhne mit meinem Bass ein bisschen hinten mal rein. mit die Stimmbänder. Oh, dass es uns sehr Spaß macht, der schön ist. Dass uns die Wildschön auch sehr gefällt. Wo kommen Sie her?
Aus Tirol. Mills bei Tirol, ist bei Innsbruck. Bei Hall. Mills. Bill Mills bei Hall in Tirol. Nee, Bill haben wir eh nicht verstanden. Sehr schön. Ja, das ist auch schön. Chöre, aber keiner ist so gut wie wir. Stolper nicht, hinter dir ist ein Town. So die Person. Dankeschön, wünschen wir Ihnen auch. Hier könnt ihr klicken zu einem neuen Video und hier könnt ihr mich abonnieren. Wunderbar. Hey. Super nicht, ich weiß.